Sind Errata wirklich unnötig fürs Spiel? Braucht man die überhaupt? Warum hat man die überhaupt? Und was sind überhaupt Errata? Sprechen wir mal drüber. Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's, Aubertin, und heute gibt's einmal ein Video über Errata oder über Erratum, je nachdem wie ihr es nehmen wollt. Erratum, Einzelform, Errata, Mehrzahl, relativ easy. Für alle, die nicht wissen, was ein Erratum ist. Ein Erratum ist eine Änderung von einem Kartentext. Jetzt stellen wir uns die Frage ist, warum ist das wichtig? Denn es gibt in der Historie von Yu-Gi-Oh! Einige Karten, die im Verlauf ihrer Druckreihen mehrere Änderungen zu ihrem Kartentext gehabt haben. Es gibt sehr, sehr simple Errata und sehr, sehr drastische Errata. In dem heutigen Video geht es primär darum, wie man richtige Errata macht, damit es noch sinnvoll ist und wie man es nicht macht. Dann würde ich sagen, lasst mir mal für das Video ein Like da, für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Und dann sprechen wir einmal ganz kurz über ein Erratum selbst. Ganz, ganz simples Beispiel. Und das ist einmal der Kartentext von Summoned Skull. Summoned Skull ist kein Effektmonster und trotzdem hat die Karte ein Erratum bekommen. Relativ einfacher Grund, im Original ist der Summoned Skull nämlich ein Archfiend-Monster. Und Archfiends sind ein Themendeck und deshalb musste auch hier das geändert werden. Jetzt hat Konami es aber hier nicht beim Namen gemacht, weil das ein sehr ikonischer Name ist. Deswegen steht jetzt unten in der Kartentextbox einmal This card is always treated as an Archfiend card. Das ist ein Erratum. Da wir häufiger Errata sehen, ist im Kontext mit verbotenen Karten, die quasi genervt werden, damit die wieder fairer fürs Spiel sind. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist Imperial Order, die ist ja auf 1, die hat eine Änderung zum Kartentext bekommen. Früher war es halt so, dass ihr die Kosten, die 700 Life Points, bezahlen konntet und jetzt müsst ihr die bezahlen. Das heißt, früher war es die optional, quasi den gegnerischen Zug für einen Zug zu stunnen und dann könnt ihr wieder free weiterspielen. Jetzt müsst ihr quasi mit der Einschränkung leben, dass ihr keine Zauberkarten aktivieren könnt. Die Frage, die wir uns ja grundsätzlich stellen müssten, wäre, warum macht Konami überhaupt Errata? Ein Grund ist natürlich, starke Karten nicht so stark zu machen oder vielleicht Karten, die anders gedacht waren, genauso umzusetzen, wie sie gedacht waren. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Karte Tal der Toten. Tal der Toten hat extrem viele Errata schon bekommen. Nicht zum Schlechteren, sondern eher zum Besseren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Konami so viele Regelfragen zu Tal der Toten bekommen hatte, dass sie einfach gesagt haben, das ist ein Effekt, wenn dann den zu dem hier, damit der eindeutiger geschrieben ist, logischerweise, dass der quasi für ihn verständlich ist, was die Karte tun soll. Denn ich habe das Gefühl, dass die Karte, was sie jetzt tut, eigentlich schon immer tun sollte, nur dass durch den Kartentext nie wirklich klar geworden ist. Ein weiterer Grund, Karten zu erratern, Update vom Kartentext, PCT. Das kam ja 2011, das ist also mittlerweile schon relativ lange im Game, aber Karten, die von davor gedruckt wurden, die haben halt kein PCT. Das heißt, wenn die neu gedruckt werden, dann kriegen die logischerweise ein Erratum, um halt dem aktuellen Kartentext sich anzupassen. Jetzt geht es mir aber darum, sind Errata schädlich fürs Spiel? Und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn es gibt zwei Seiten der Medaille. Zum einen kann man sagen, ja, wenn die Karten erratert werden, dann können wir die alten, ikonischen Karten hier wieder spielen. Der zweite Sache ist die, aber wenn die erratert werden, sind das ja nicht die gleichen Karten wie vorher. Beide Punkte sind valide. Ich neige mehr zu dem zweiten Punkt hier, denn ich bin auch der Meinung, wenn man diese Kartentexte so drastisch verändert, dann sind das nicht dieselben Karten und man hätte besser eine alternative Karte dazu gemacht. Ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, Topf der Gier. Topf der Gier ist relativ lange schon verboten. Die Karte zieht zwei Karten. Das ist in Yu-Gi-Oh! Bisschen schwierig, denn das ist ein bisschen krank. Jetzt gibt es aber einige, ich nenne sie mal Retrains der Karte, die das gleiche machen, nur schlechter. Aber auf interessante Weisen. Topf der Extravaganz, banish 6 Karten vom Extra-Deck, zufällig, zieh 2 Karten. Topf der Begierden, banish die obersten 10 Karten, zieh 2 Karten. Wichtig dabei ist, diese beiden Karten, die ich gerade genannt habe, sind beide once per turn. Das war Topf der Gier übrigens nicht. Das ist ein gutes Beispiel, wie man quasi Retrains macht, die gut sind, aber keine Erratum sind. Und ich glaube, das wäre für die meisten Karten der bessere Way gewesen. Ne? Denn einige Karten, auf die ich heute zu sprechen komme, das Erratum hat die Karte halt so drastisch verändert, dass sie halt deutlich schlechter ist. Und das Traurige ist einfach, dass bei den meisten Karten gar nicht nötig gewesen wäre, das zu erratern. Oder man hätte vielleicht einen ganz simplen Tweak nur gebraucht, um die Karten halt fairer zu machen. Das Beispiel, was ich jetzt nehme, ist Sangan und die Hexe vom Schwarzen Wald. Die haben beide ein Erratum bekommen. Verständlich, weil die Karten sehr, sehr gut waren, weil die sehr viele Karten suchen konnten. Die haben die Fähigkeit bekommen, dass sie einmal auf Spielzug sind und dass sie den Effekt von den Karten, die ihr edit, nicht mehr benutzen können und nicht mehr beschwören können diese Runde. Ja, kann man machen, aber ich glaube, wenn man diesen Karten einfach nur einmal auf Spielzug gegeben hätte, hätte das schon gereicht. Dann wären die Karten immer noch
gut gewesen. Man hätte noch die gleichen Shenanigans machen können, wie man hätte früher machen können, aber halt nur einmal pro Spielzug. Und ich glaube, das hätte das Konzept dieser Karten nicht verworfen. Jetzt ist halt so, die Karte ist halt kein Immediate Search mehr und dadurch macht die Karte einfach unspielbar. Und das Wort unspielbar ist genau der Begriff, denn wenn du ein Erratum machst, möchtest du ja trotzdem, dass die Karte gespielt wird. Ich nehme jetzt mal ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein gutes Erratum. Und das ist der Firewall Dragon. Auch wenn viele das Erratum nicht mögen, ich glaube, so wie die Karte jetzt ist, war sie eigentlich immer intended, dass du die quasi in Cyberdecks super gut benutzen kannst, aber in generischen anderen Decks eher nicht. Und ich glaube, das ist der Weg, den die Errata gehen sollten und nicht komplette Zerstörung, wie jetzt zum Beispiel bei der unheilvollen Schlange, die jetzt quasi wieder zurückkommen kann einmal, aber dann müsst ihr quasi die Karte banishen nachher. Es ist ein Benefit, dass die Karte sich immer wieder selber loopen kann. Hat die halt nicht. Und das ist halt schade, weil das war das einzig Gute an der Karte, dass sie quasi immer wieder auf die Hand zurückgekommen ist. Die hat euch immer wieder free Ressourcen gegeben. Ich verstehe, warum das zu stark ist, aber warum dann nicht die Karte einfach auf der Banlist lassen und zu einem Punkt zurückkommen, wo das nicht mehr das Thema ist. Denn ich glaube, selbst wenn die Schlange zurückgekommen wäre auf 3 mit demselben Effekt, wäre das heutzutage nicht mehr broken. Denn diese ganzen Discard-Effekte, die man früher hatte, die gibt es so nicht mehr. Das heißt, das wäre nicht so das Thema gewesen. Es gibt viele, viele Karten, wo eine Erratung gemacht wurde, womit ich nicht ganz einverstanden bin. Und das ist zum Beispiel der Crush Card Virus. Die Karte war so ikonisch. Die Karte hat unglaublich viel kaputt gemacht im Spiel. Sag ich auch gar nicht so. Die Karte war busted. Every monster he has with over 1500 attack points will be disease ridden and useless. Und das war das Coole an der Karte, dass die Karte so insane krank war. Das hat man gemacht, man hat den Kartendex geändert und jetzt ist die Karte einfach nur noch schlecht. Und zwar richtig schlecht. Denn ihr gebt dem Gegner 3 Monster in den Friedhof. Ja, das war's. Die macht nicht mehr viel andere Sachen. Klar, die zerstört immer die Monster auf dem Feld. Cool, in der Hand, aber die gibt dem Gegner 3 Monster in den Friedhof, die er für den nächsten Spielzug benutzen kann. Das macht die Karte halt so schlecht. Ein anderes Beispiel ist der Chaos-Imperator-Drache. Diese Karte war so ikonisch, die war so insane gut. Und jetzt kriegt ihr ein Erratum, was halt die komplette Idee dieser Karte zerstört. Und das finde ich halt so schade. Weil warum kann man die Karte nicht dann einfach auf der Banlist lassen und die nicht erratern? Das wäre doch viel besser gewesen. Macht doch ein Retrain von der Karte, wie ich es auch gemacht habe. Aber lasst doch die Karte vom Effekt her so, bis sie nicht mehr broken ist, falls der Power Creep das quasi regelt. Bei Chaos Imperator dafür schwierig, aber man hat es ja bei BLS gesehen, der ist ohne Änderung wieder zurückgekommen und wird nicht mal gespielt, und obwohl der auf 3 ist. Und das ist doch genau das, was du haben möchtest. Es gibt eine Karte wie Gehirnkontrolle, die unglaublich gut war. 800 Life Points bezahlt, Monster geklaut, heftig, nicht Once per Turn by the way. Jetzt ist es so, ihr könnt mit dieser Karte nur noch Monster wählen, die als Normalbeschwörung beschworen werden können. In einem Spiel, wo die meisten Monster vom Extra-Deck kommen. Das heißt, sie ist gegen Extra-Deck-Karten komplett nutzlos. Und eine Karte wie Mind Control, die eigentlich viel schlechter gewesen ist, damit eigentlich die bessere Karte macht, was ich sehr, sehr schade finde. Weil auch das ist eine sehr, sehr ikonische Karte, die seit Tag 1 existiert. Und ich finde es schade, dass man da eine Erratung gemacht hat. Jetzt natürlich die Frage, was ist denn ein gutes Erratum? Das ist kritisch, weil es schwierig ist. Denn es lassen sich nicht alle Karten gut erratern. Und ich glaube, das ist der Punkt, den Konami ein bisschen verpasst hat. Denn nicht jede Karte sollte erratert werden. Denn Topf der Gier ist das perfekte Beispiel dafür. Diese Karte kannst du nicht erratern, ohne grundsätzlich zu verändern, wie diese Karte funktioniert. Und das haben sie mit den neuen Topfkarten ja auch echt gut umgesetzt. Aber warum haben sie es bei anderen Karten nicht gemacht? Das verstehe ich halt nicht. Denn eine gute Errata bedeutet, dass du das Grundkonzept der Karte nimmst und das beibehältst. Das ist bei manchen Karten sehr, sehr schwierig. Ich nehme jetzt mal Painful Choice zum Beispiel. Egal was du bei Painful Choice änderst, außer einem Monster Turn Effekt, würde die komplette Idee dieser Karte halt komplett zerstören. Deshalb ist Painful Choice für eine Errata komplett ungeeignet. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Viele Karten, die auf der Banner sind zum Beispiel, bräuchten einfach nur einen einmal Spielzug Effekt und dann wären die komplett in Ordnung. Viele dieser Karten können mittlerweile sogar zurück, weil sie nicht mehr gut sind. Und es gibt halt Karten, die einen Errata bekommen haben, zu einem Punkt, wo es halt komplett unnötig gewesen ist. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Golo-Wächter. Es war eine Karte, die wurde damals sau oft gespielt. Die hat im OCG einen Errata bekommen, dass sie die noch mit Erdemann zum Beispiel hören kann. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Errata gekommen ist, war die Karte halt nicht mal mehr gut. Das heißt, jetzt kam die zurück, war noch schlechter als vorher und wird logischerweise auch nicht mehr gespielt.
weil die war halt schon so nicht gut. Und damit im geänderten Kontext war die noch weniger gut. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach die schlechtesten Errata sind. Denn ich habe das Gefühl, da gibt es einige Karten, auf die das auf jeden Fall zutrifft. Und ich bin immer der Meinung, macht ein Regional Karten, lasst die Bandlist so. Auf der Bandlist sind 150 Karten. Mein Gott, es gibt 10.000 Karten in Yu-Gi-Oh! Meinetwegen können auch 500 draufstehen. Nicht so dramatisch. Oder gibt manchmal einfach mal einen Spin-Effekt, holt zurück und guckt, was es anrichtet. Es reicht manchmal einfach schon aus. Dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.